Lenker, die kommen in verschiedenen Breiten, verschiedenen Formen, in verschiedenen Biegungen. Und deswegen ist es doch mal an der Zeit, dass ich euch zeige, wie ihr euren Lenker richtig einstellt, wie ihr den richtig zentriert zum Vorderrad, was man alles beachten muss bei der Klemmung am Vorbau. Und deswegen werde ich heute vom Aero-Lenker auf einen herkömmlichen runden Lenker mit Vorbau umbauen. Diesen schönen Lenker hier mit Vorbau möchte ich auf das Rad hier umschrauben. Und das ist ein bisschen aufwendiger, komplizierter und an dem haben wir von der Winkeleinstellung auch mehr Möglichkeiten. Deswegen baue ich heute den Lenker hier drauf und zuallererst müssen wir natürlich den alten Lenker abschrauben. Das ist ein bisschen komplizierter, weil wir hier bei dem Aero-Lenker die Züge unter einer Abdeckkappe verlegt haben. Das ist auch nicht so viel Bauchschmerzen, wie man jetzt im ersten Moment denkt, weil wir außenliegende Züge haben überwiegend. Das heißt, wir müssen keine Züge durchtrennen, wir müssen keine Züge wirklich abschrauben, sondern wir können das Ganze einfach freilegen, das Lenkerband kurz abwickeln und dann können wir den anderen Lenker draufschrauben und die, ja, Griffe, die Bremsgummis, die Bremshebel wieder anbauen. Aber ich werde jetzt erstmal alles Stück für Stück abbauen. Hier am Lenkerband, dann die Griffe, dann werde ich hier den Vorbau oder den Anbaupunkt am Vorbau lösen, um dann den neuen Vorbau zu montieren. So, das Lenkerband habe ich vorsichtig abgemacht, das kann ich nachher auch nochmal wiederverwenden. Die Bremshebel habe ich auch ab und die hängen jetzt hier so runter. Da würde ich empfehlen, entweder ihr nehmt ein altes Handtuch oder irgendwie ein altes Kissen eignet sich auch oder so ein Kissenbezug. Da kann man die Sachen dann einfach so drin einwickeln und dann zerkratzen die nicht, wenn ihr jetzt hier weiterschraubt an eurem Rahmen. Also achtet bitte immer ein bisschen drauf, dass euer Rahmen nicht kaputt geht und dass da nichts passiert. Das können wir theoretisch auch so zwischen die Speichen stecken, dann klappert da nichts mehr. Jetzt müssen wir den Vorbau lösen und beim Lösen ist es eigentlich relativ einfach. Da muss man eigentlich keine richtige Reihenfolge beachten. Man sollte nur achten, dass man wirklich jede Schraube löst. Also oben von der Kappe, die zwei am Vorbau und hier bei dem Aero-Cockpit von Canyon haben wir noch unten eine Spacer-Kappe. Da ist auch noch eine Schraube, die müssen wir auch lösen. Dazu brauchen wir einmal einen 4er-Inbus und einen 3. Fangen wir oben an mit dem 3 mm, dann lösen wir das Ganze und legen auch alles immer sicher beiseite, dass wir das nicht verlieren, dass uns da nichts runterfällt. Am besten in so eine Schale. So, dann lösen wir das hier, das Ganze. Hier auch oft nicht quasi gerade machen, sondern schräg das so ein bisschen an, weil wenn ihr jetzt hier drehen würdet, dann haut ihr euch den Inbusschlüssel auf den Fahrradrahmen und das gibt hässliche Kratzer im Lack. Ist uns allen noch nie passiert, ne? Deswegen achten wir da drauf. Lösen wir das hier, das unterste genauso. Und dann können wir alles abziehen und haben somit schon den Lenker weg. Hier vorsichtig aufpassen. Hier ist noch so ein Keil drin. Den verliert man ganz gerne, vor allem wenn man unterwegs ist in Reisen. Also sichert euch den immer oder klebt den irgendwie fest, weil ohne den könnt ihr euren Vorbau nicht mehr klemmen. Dann noch die Spacer ab. Die müssen wir jetzt, können wir jetzt nicht mehr wieder verwenden, weil wir jetzt einen normalen Vorbau fahren und der passt einfach von der Form nicht auf dieses tropfenförmige Aero-Shape vom Aero-Cockpit. Deswegen können wir die in unserer Werkzeugkiste legen, wo sie sicher aufbewahrt ist. Wir wollen jetzt ja einen traditionellen Lenker mit Vorbau fahren, wo wir in der Neigung vom Lenker ein bisschen mehr Spielraum haben. Deswegen brauchen wir auch neue Spacer-Sets, solche runden hier. Die gibt es überall zu kaufen oder auf den gängigen Webseiten. Schaut einfach beim Hersteller vorbei, was die empfehlen, welche Größen ihr braucht. Und das steckt ihr dann einfach drauf. Achtet natürlich auch drauf, dass ihr den richtigen Durchmesser habt. Da gibt es 1,1 Zoll oder hier sind es 1,25 Zoll. Dann müsst ihr natürlich auch noch mehrere Spacer dazu kaufen oder die gibt es meistens im Set dabei. Und dann müsst ihr doch entscheiden, möchte ich den Lenker weiter runter haben. Ich entscheide mich jetzt mal für mehr, weil der Richard, der fährt auch immer so einen schönen Spacer-Turm. Deswegen machen wir nur unten die Staubkappe. Dann machen wir den Vorbau mit Lenker drauf. Den habe ich ja schon festgezogen, aber da werde ich ja die Neigung noch ein bisschen verändern. Und dann kann ich die Spacer so viele drauf machen, dass ich hier oben eine feine Abschlusskante habe, damit das Ganze klemmt. Sonst müsste ich gegebenenfalls noch einen Spacer mehr drauf machen oder sogar den Gabelschaft kürzen. Wenn wir dann genügend Spacer drauf haben, damit wir so eine Kante haben, damit das richtig klemmt, brauchen wir nur noch
die Steuerkappe. Und da sind meistens auch so Gummidichtungen dabei. Achte darauf, dass die dabei sind. Dann stecken wir das drauf und drehen das vorsichtig rein. Und normalerweise müssten wir jetzt den Steuersatz festziehen, also die Lager auf Spannung bringen. Aber das geht gar nicht so einfach im Radständer. Und am besten ist, wenn man auch vorher die Bremshebel montiert. Deswegen drehe ich das erstmal ganz leicht fest, damit das alles grob sitzt. Und dann schiebe ich meine Bremshebel, meine STI-Hebel wieder drauf, damit die auch nicht weiter hier rumklappern. Und dann kann man die jetzt auch noch mal ein bisschen festziehen. Und dann hole ich das Rad runter, um dann gegebenenfalls sogar vielleicht auf dem Indoor-Trainer oder einfach das, die Position zu finden, wenn ich auf dem Rad sitze, wie ich, in welchem Winkel ich die Bremshebel haben möchte. Die Bremsgriffe haben wir jetzt grob dran, die kann ich noch ein bisschen bewegen. Aber jetzt müssen wir erstmal den Steuersatz richtig festklemmen. Und dazu müssen wir hier oben die Steuerkappe mit der Schraube wieder weiter fester anziehen, dass das Spiel rausgeht. Dazu drehe ich nochmal ein bisschen fest. Da gibt es auch nie eine Herstellerangabe, weil man braucht einfach so viel Drehmoment, wie es halt einfach nötig ist, damit das Spiel im Lager weggeht. Und man merkt es schon, irgendwann wird es ein bisschen mehr Widerstand und dann einfach mal den Test machen. Ich merke aber schon, hier ist immer noch richtig viel Spiel drin. Wahrscheinlich muss ich das Ganze nochmal richtig setzen. Und es könnte sogar sein, dass ich jetzt doch nochmal einen Spacer oben drauf machen muss. Weil wenn sich das manchmal zieht, manchmal reicht es und dann zieht man das ein bisschen fest. Und ja, jetzt sehe ich, ich brauche auf jeden Fall noch einen Spacer. Den muss ich mir einfach besorgen. Der kommt hier angeflogen, ganz einfach. Und dann muss ich das Ganze nochmal wieder festziehen. So. Jetzt merke ich auch schon, jetzt kommt ein bisschen mehr Druck. Jetzt sollten die Lager mehr festgezogen sein. Also das sollte noch sehr leichtgängig sein. Da sollte nichts rau laufen, nichts fest sein, dass man quasi, wenn man einlenkt, dass das Lenkrad so bleibt. Also wenn man das so bewegt, sollte das immer noch so leicht beweglich sein. Und jetzt wollen wir schauen, ob das Spiel weg ist. Dazu am besten die Vorderradbremse ziehen. Bei Scheibenbremsen ist es ein bisschen tückisch, weil die Bremsbeläge sich immer ein bisschen bewegen auf der Scheibe. Aber bei der Felgenbremse kann man das 1:1 so machen. Festhalten und dann einfach mal nach vorne und nach hinten so ruckeln. Und wenn da kein Spiel mehr ist, dann haben wir das perfekt angezogen. Und dann können wir uns einen 4 mm Inbus schnappen und hier die Vorbauschrauben nach Drehmomentangabe vom Hersteller festziehen. Ich mache das gerade mal den Anfang so und dann hole ich mir einen Drehmomentschlüssel und ziehe das an mit 5 Newtonmeter. Jetzt wollen wir natürlich, dass das Ganze auch noch gerade ist. Deswegen fällt mir gerade noch ein, lösen wir das Ganze nochmal und schwingen uns einmal aufs Fahrrad und klemmen am besten das Vorderrad so zwischen die Beine und gucken dann von hinten, dass der V-Bau parallel mit unserem Vorderrad ist. Was oft tückisch ist, wenn ihr schon einen Halter für euren Radcomputer habt, die sind manchmal ein bisschen schräg, also orientiert euch am besten nicht am Radcomputer oder baut den am besten nochmal ab. Und dann könnt ihr wirklich das Vorderrad über den V-Bau von hier oben parallel ausrichten. Und dann dreht ihr eure Vorbauschrauben richtig an. Immer ein bisschen in Abwechslung, damit das Drehmoment gleichmäßig wirkt. Da haben wir es erreicht. Und hier haben wir es jetzt auch erreicht. Und dann haben wir unseren Vorbau schon fest. Und jetzt gehen wir über die Neigung von unseren Drops einzustellen und dann gegebenenfalls noch die Position und den Winkel, wie wir die Bremshebel haben. Wenn wir den Steuersatz fest haben, den Vorbau gerade ausgerichtet haben, können wir uns unserem Unterlenker widmen, in welcher Position wir das haben möchten. Dazu am besten mal einfach aufs Rad steigen und dann einfach, wie ihr im Unterlenker fahren würdet, wie die angenehmste Position für euch ist. Dafür einfach die Vorbauschrauben etwas lösen vorne. Und ihr habt manchmal auch so Markierungen am Lenker. Da könnt ihr dann sehen, wie viel Grad Neigung ihr habt. Und ich habe jetzt hier aktuell knapp minus 10 Grad.
Aber ich finde, das könnte noch ein bisschen höher kommen. Deswegen drehe ich das so ein bisschen hier hin. Und ich bin fast auf 0. Jetzt bin ich so bei 5 Grad. Das finde ich ganz angenehm, dass ich dann hier unten greifen kann. Und wenn das soweit passt und ihr eure Position gefunden habt, wie ihr den im Unterlenker fahren wollt, dann schrauben wir das Ganze fest und dann widmen wir uns den Bremshebeln. Jetzt müssen wir nur noch unsere Bremshebel richtig festziehen. Und dazu löst ihr die ein bisschen, dass ihr die noch ein bisschen bewegen könnt. Und dann findet einfach eine Position, wo ihr denkt, ja, das fühlt sich angenehm an, das fühlt sich gleichmäßig an, rechts und links ist gleich hoch. Dann könnt ihr euch natürlich immer noch eine Wasserwaage holen, die hoffentlich lang genug ist. Sonst müsst ihr das irgendwie tricksen und was Längeres besorgen und dann mal schauen, ob das Ganze gleich ist. Ja, der müsste ein bisschen hoch. Jetzt kann er ein bisschen runter. So, jetzt sind die ungefähr gleich groß. Manche mögen es ja auch oder sehen das, man sieht das jetzt immer öfters und auch die neue Shimano-Gruppe ist so konzipiert, dass man die Hebel ein bisschen reinmacht, dass wenn man aerodynamisch hier so die Hände ablegt, dass man quasi näher und enger mit den Schultern oder mit den Ellbogen an den Körper kommt und somit aerodynamischer ist. Das muss jeder für sich entscheiden, das kann ich euch nicht abnehmen, aber ich finde, das sieht immer so aus, als ob man hingefallen ist, gestürzt ist. Deswegen habe ich meine eher geradeaus, vielleicht ein bisschen nach innen rein, je nachdem. Und dann holt man sich den richtigen Inbusschlüssel, 5 mm. Und wenn man das hier, das Gummi so umklappt, dann passiert es oft, dass man das wieder die Position verrutscht. Deswegen gibt es eigentlich auch den Trick, dass man von der Seite hier von oben quasi reingeht und dann auf den richtigen, auf die Schraube trifft und dann das Ganze festzieht. Wenn wir das dann von oben richtig fixiert haben, dann können wir hier auch wieder umklappen, weil das erreicht man ein bisschen leichter. Dann holen wir uns unseren Drehmomentschlüssel und bei einem Aluminiumlenker sollte man das mit mindestens 5 Newtonmetern festziehen. Wer will und noch ein bisschen mehr Reibung haben möchte, der holt sich einfach ein bisschen Montagepaste und macht da in dem Bereich, wo die Klemme sitzt oder auf die Klemme, die Paste drauf, damit die Verbindung ein bisschen stärker ist. Dann braucht man vielleicht auch nicht so viel Drehmoment. Das ist wahrscheinlich sehr interessant für Leute, die einen Carbonlenker fahren. Dann setzen wir unseren Drehmomentschlüssel auf und ziehen das Ganze fest. Das war's schon. Und dann können wir das wieder abmachen. Und das Gummi können wir theoretisch umgeklappt lassen. Aber ich würde jetzt wirklich nochmal, bevor wir unsere Züge mit Isolierband am Lenker fixieren oder verlegen, würde ich wirklich nochmal aus einem anderen Winkel schauen, ob die Bremshebel gleich hoch sind, ungefähr in der gleichen Position sind. Weil das Gefühl täuscht sich oft, was man quasi von hier oben hat und wie es dann wirklich von außen aussieht. Also nochmal vom Rad runtersteigen und dann von einer anderen Position, von der Seite oder von vorne drauf schauen, dass die Hebel auf einer Höhe sind und dann beide richtig festziehen und dann können wir oder brauchen wir nur noch unsere Kabel mit Isolierband festmachen und dann haben wir unseren Lenker getauscht und perfekt ausgerichtet. Wenn ihr dann den Unterlenker in dem richtigen Winkel eingestellt habt, so wie ihr es wollt und hier die Position seht, dann achtet auch drauf, dass der Lenker quasi von hier bis hier wirklich mittig geklemmt wird vom Vorbau. Dazu gibt es meistens Markierungen hier. Hier sehen wir, die Schrift oder die Zeichen müssen noch zu sehen sein. Wenn das quasi zu weit rechts wäre, dann wäre die Seite kürzer als die. Also achtet auch einfach drauf, dass der Lenker auf beiden Seiten mittig sitzt und dann habt ihr auf jeden Fall das beste Fahrgefühl. So, der Lenker wäre montiert, alles ist richtig fest, die Hebel sitzen so, wie ich es mag. Der Bogen ist auch schön so, dass man schön Unterlenker fahren kann. Und wie man das Lenkerband wickelt, das spare ich mir, denn das habe ich schon zu Genüge hier gezeigt. Also schaut mal in einem anderen Video vorbei, wie man das Lenkerband wickelt, von oben nach unten, italienische Art, traditionell, wie man es halt möchte. Aber mich würde mal interessieren, fahrt ihr noch den klassischen Lenker mit Vorbau und genießt die große Variabilität, also die Einstellmöglichkeiten? Oder sagt ihr, für mich ist Aero everything, für mich ist Aero alles? Ich fahre auf jeden Fall einen Aero-Lenker, wo ich zwar Abstriche vielleicht an der Position machen, am Komfort, aber ich möchte einfach das Schnellste haben. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Falls das Video hilfreich für dich war, wie man seinen Lenker richtig einstellt, dann würde ich mich natürlich über einen Like freuen.
und vergesst nicht, unseren Kanal GCN auf Deutsch zu abonnieren für weitere Videos. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.